Dieses Wort stammt aus dem Griechischen und hat mehrere Bedeutungen und Verwendungen, je nach dem Kontext, in dem es verwendet wird. Es stammt ursprünglich aus dem Bereich der Religion. In der christlichen Tradition bezieht sich die Epiphanie auf das Fest, das am 6. Januar gefeiert wird und die Erscheinung Jesu Christi vor den Weisen aus dem Morgenland, den heiligen drei Königen, markiert. Dieses Fest erinnert an den Moment, in dem die Weisen das neugeborene Jesuskind besuchten und ihm Geschenke brachten. Die Epiphanie gilt als eine wichtige Feier im christlichen Kalender und symbolisiert die Offenbarung oder Erscheinung Jesu als Messias für die ganze Welt. Das Wort hat aber auch eine allgemeine Bedeutung. In einem allgemeineren Sinne wird der Begriff verwendet, um eine plötzliche und tiefe Erkenntnis, Offenbarung oder einen Aha-Moment zu beschreiben. Das Wort bezieht sich auf den Moment, in dem jemand eine neue Einsicht oder Klarheit über etwas erhält, das zuvor verwirrend oder undurchsichtig war. In diesem Kontext kann eine Epiphanie eine tiefgreifende Veränderung im Denken oder Verhalten einer Person auslösen. Ein Beispiel für die Verwendung des Begriffs im allgemeinen Sinne wäre: Ich hatte eine Epiphanie, als ich realisierte und mir bewusst wurde, dass ich meine Zeit mit unwichtigen Dingen verschwendete und beschloss, meine Prioritäten zu ändern. In diesem Beispiel bezieht sich Epiphanie auf die plötzliche Erkenntnis oder das Verständnis, das die Person über ihre Lebensweise erlangte. Es ist Epiphanie. Die Epiphanie. Epiphanie.